Pacific Warriors. Eigentlich war dieses Spiel nicht als meine erste Review geplant. Aber da das eigentliche Projekt noch etwas länger dauert und damit ich auch eine finale Meinung zu dem Spiel haben kann, muss ich dann noch ein paar Sachen erledigen. Und das dauert ein bisschen noch. Deswegen kommt jetzt hier eine etwas kürzere Review zum Spiel Pacific Warriors. Ja, das Spiel kam im Oktober 2004 heraus für die PlayStation 2. Und zählt als Flugzeugsimulationsspiel. Im Spiel selber darf man verschiedene Flugzeuge seitens der Amerikaner und Japaner fliegen. Es gibt zudem zwei verschiedene Kampagnen, die sich auch an den Aufgaben unterscheiden und an den Orten. Und nicht zu vergessen, am Anfang gibt es ein Tutorial, um die etwas ungewohnte Steuerung kennenzulernen. Was toll ist, dass man auch einen Storytext vor jeder Mission bekommt. Klar, die reden zwar meist schon, als sie die Mission erledigt haben und was so passiert ist und wie einfach es war, das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber man kann sich darauf ein bisschen einstellen. So, fangen wir aber erstmal bei den Amerikanern an. Hier gibt es ein Training und ja, die Situation ist aktuell, als Japan den Krieg anfing, indem sie Pearl Harbor angreifen. Leider gibt es dieses Schlachtfeld nicht im Spiel, was ich toll finde, aber anscheinend hat die Technik zu der Zeit nicht ausgereicht. Zudem sind ja dann nach Pearl Harbor die Amerikaner sehr überrascht gewesen und auch geschockt gewesen. Ja, und in genau diesem Punkt fangen wir an. Ja, die Japaner sind sehr aggressiv und erfolgreich und erobern eine Insel nach dem anderen. Ein Wendepunkt hier ist die Schlacht von Midway, die dazu beiträgt, dass die Amis hier gewinnen und so der Marsch beginnt, die Inseln wieder zurückzuerobern. Hier wird zwar erwähnt, wie hartnäckig die Japaner sind, aber im Spiel läuft es aber recht einfach ab. Außer wir reden von Kamikazenfliegern, aber dazu ein bisschen später. Kommen wir zur japanischen Kampagne. Hier spielen wir einen japanischen Piloten, der die Sicht der Japaner zeigt, die natürlich immer sehr stolz sind. Mir gefiel die Kampagne tatsächlich sehr. Die Kampagne spielt, wie man Inseln erobert oder wie man mit einem amerikanischen Flugzeug zurück zu seiner Basis muss und dort gegen Freund und Feind kämpfen und überleben muss, bis die Überprüfung abgeschlossen ist. So, aber jetzt kommen wir zum Herzstück, die Mission. Auf der amerikanischen als auch japanischen Seite dürfen wir je einen Jäger als auch einen Bomber fliegen. Die Missionen laufen wie folgt ab. Eskortieren Bomberstaffel, zerstöre so und so viele Jäger oder Bomber, beschütze Schiffe vor Kamikazenfliegen, die by the way echt scheiße stark sind und die Mission sehr schwer ist, denn es reicht meistens aus, dass die dreimal das Schiff treffen und ja, Mission gescheitert. Ja, zerstöre den Flugplatz, zerstöre Panzer-LKWs oder Flakstellungen, sie variieren oft und hat man einmal die Steuerung raus, läuft das ziemlich gut. Bei abgeschlossenen Missionen kriegen wir Punkte, die wir dafür einsetzen können, unser Flugzeug zu verbessern. Sei es stärkere Maschinengewehre oder dass wir höhere Geschwindigkeiten erreichen. Hier ein kleiner Empfehlung von mir. Ich würde empfehlen, erstmal die günstigen Verbesserungen zu kaufen, also die unteren drei bei jedem Flugzeug. Dadurch laufen die Missionen viel einfacher ab und es macht viel mehr Bock, da wir unter anderem viel schneller sind. Ja, also hier auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, dadurch kann man schnell von A nach B auf jeden Fall kommen. Die Grafik ist okay, wobei man bei 2004 deutlich mehr erwarten kann. Siehe zum Beispiel die Ace Combat Reihe an. Großer Negativpunkt ist, dass es nicht immer flüssig läuft, zumal dann nicht, wenn zu viel auf der Karte los ist. Was es sehr unkontrollierbar macht in dieser Mission. Das taucht erst gegen Ende auf. Ansonsten hat man um die 50 Missionen, was ordentlich ist. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Spiel früher mal besaß und überhaupt nicht klar kam, besonders am Anfang nicht, da die Steuerung sehr, sehr dürftig ist. Und ja, aber umso mehr man gespielt hat, lief es besser und so habe ich beim erneuten Versuch 6 bis 7 Stunden gespielt und habe das Spiel tatsächlich in beiden Kampagnen durchgeschafft. Wobei man hier erwähnen muss, dass die amerikanische Kampagne länger ist als die japanische. Für zwischendurch ist das Spiel auf jeden Fall top und wer Flugzeugkämpfe macht, ist hier auf jeden Fall ziemlich gut unterhalten.
Mehr zum Spiel kann ich eigentlich nicht sagen, deswegen beende ich hier die Review zu Pacific Warriors 2 Dogfight. Ich habe das Spiel hier für die PS2 gespielt, zu anderen Versionen kann ich nicht sagen, ob diese sich eventuell variieren oder ändern oder komplett anders funktionieren. Ja, wenn euch diese Review gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wollt ihr ein bestimmtes Spiel sehen, von dem ich eine Review mache, so schreibt es in die Kommentare und vielleicht ist euer Spiel schon im nächsten Video dran. Ich habe übrigens noch eine Videoaufnahme von der japanischen Kampagne. Wenn Interesse besteht, würde ich die unkommentiert hochladen. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ja, das war's soweit von mir. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, haut raus und ciao.